grüße euch Geschwister im Glauben. Ich möchte euch herzlich begrüßen und möchte mitteilen, dass ich Gott den Vater gefragt habe, ob wieder irgendeine Lebensform vom Universum ins Himmelreich eingeladen werden dürfte. Ob er es möchte, dass das Himmelreich weiter beschenkt wird mit verschiedenen Lebensformen. Und da hat er mir preisgegeben. Zuerst hat er nachgedacht, ob von den Lebensformen, die schon existieren, von den Splashy oder von den Anunnaki oder von den Nirbuyanern oder von anderen Lebensformen, die schon dort sind, wie die Sasquatch oder so, ob welche dazukommen sollen. Und da habe ich ihn gebeten, ob es nicht eine neue Lebensform sein kann. Und ich habe gebeten, dass er mir verrät den Namen. Und da hat er mir gesagt, es sind die Tangarine. Das ist die Mehrzahl und Einzahl ist Tangarin. Und jetzt habe ich einmal erbeten beim Vater, dass er seinen Sohn schickt zu dem Planeten oder zu dem Ort, wo die Tangerine sich befinden, dass sie eingeladen werden ins Reich Gottes, in den schönsten Ort, den es überhaupt gibt. Und das habe ich jetzt gemacht und jetzt können wir abwarten und warten in den nächsten 10 Minuten bis Tage, 10 oder Tage oder weiß nicht wann. Wie lange es dauert, vielleicht dauert es eine Viertelstunde, vielleicht dauert es 20 Minuten, bis der Sohn Gottes verkündigt hat. Und den hat er schon überhaupt schon losgeschickt. Und den Herrn Aschadonai, der da ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater, es ist nur durch ihn. Und jetzt warten wir darauf, ob die erfreuliche Nachricht kommt, dass sie ins Himmelreich gekommen sind. Oder ob sie das beste Geschenk, das man bekommen kann, abgelehnt haben. Aber das glaube ich eher nicht, sondern ich glaube eher, dass sie sich richtig entscheiden werden. Und zumindest einige von ihnen, vielleicht der ganze Planet, wenn es ein Planet ist. Ist es ein Planet, Vater? Es ist ein Planet. Auch im Orion-Gürtel. Okay. Also schauen wir mal ab, warten wir mal ab, was sich ergibt und dann werden wir sehen, ob die Tangerine eingeladen worden sind und dann schlussendlich ins Reich Gottes gekommen sind, wo sie in den Früchten des Heiligen Geistes leben können und wo sie alles Gute bekommen, was man nur kann, und zwar in Gemeinschaft mit allen Lebensformen wie den anderen Lebensformen zu leben, mit den Sasquatch, mit den Nirbuyanern, mit den Splashy, mit den Gletorieten, mit den Anunnaki, mit den Apokryphen, mit den Teletubbies, mit den Talismanen, mit den Elemar Roosevelt, mit den Samitanern, mit den anderen Lebensformen, die alle existieren schon im Himmelreich. Schaut mir meine Videos an und seht, welche Lebensformen alle schon entrückt worden sind oder emporgehoben worden sind. Danke fürs Zuhören, Geschwister. Liebe Grüße an euch. Friede, Friede sei mit euch und mit eurem Geiste. Und Halleluja, gelobt sei Gott und ja, ciao, bis dann, euer Manuel Joel aus City.